Bündnis 90 Die Grünen hat die Kollegin Ulle Schaufs das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, auch mir ging es so, Freiheit und Gleichheit von Frauen stärken, Grundgesetz statt Parallelgesellschaft. Ich sage mal, ich werde Sie jetzt wörtlich nehmen und werde genau darüber jetzt reden. Aber lassen Sie mich eine Bemerkung vorab machen zu dem, was Sie über Kandel gesagt haben. Der Mord in Kandel war kaum passiert. Da sind von der AfD verschiedene Menschen nach Kandel gefahren und haben da eine Mahnwache abgehalten. Unmittelbar nach dem Bekanntwerden dieses Mordes ist dieser Mord instrumentalisiert worden für politische Zwecke. Das, muss ich ganz ehrlich sagen, muss den Angehörigen ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Ich muss ehrlicherweise sagen, das ist politische Instrumentalisierung von einer Art und Weise, die, finde ich, den Angehörigen gegenüber wirklich nicht fair und geschmacklos. Aber ich will über das Grundgesetz sprechen. Darin steht, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Das steht in Artikel 3 des Grundgesetzes, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Sprache, Ethnizität oder Glauben. Und genau da müssen wir weiterdenken und fragen, welcher Auftrag leitet sich für uns als Abgeordnete daraus ab? Denn, meine Damen und Herren, es ist auch unsere Aufgabe, das Grundgesetz zu wahren. Also erstens die Würde und die Rechte und Gleichheit aller Menschen zu schützen und zweitens auf die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen hinzuwirken. Wir müssen die Würde und die Gleichheit schützen. Und da sind rassistische Tweets von Abgeordneten, wie zum Beispiel von Herrn Mayer gegen Noah Becker, die Menschenwürde massiv in Frage stellen, alles andere als Schutz. Genau solche Aussagen führen zu einer Spaltung auch in einer Gesellschaft. Und das, meine Damen und Herren, befördert dann Parallelgesellschaften, und zwar rechtsextreme Parallelgesellschaften. Unsere Aufgabe als Parlamentarierin ist es, alle in diesem Land, die in diesem Land leben, zu vertreten. Wir sind die Vertreterinnen des Volkes, und zwar allen Menschen in diesem Land. Wir haben eine Verantwortung dafür, dass Menschen in der Gesellschaft mitgenommen werden. Und da kann sich niemand von uns raushalten. Das gelingt am allerbesten durch Integration, aber nicht durch Ausgrenzung. Und das Grundgesetz ist das Regelwerk, auf dem unsere Demokratie steht. Es gilt für alle Menschen, die hier leben. Und der Auftrag zur Förderung der Gleichberechtigung von Frauen ist darin ein zentraler Teil. Und darum geht es auch hier in dieser Aktuellen Stunde, genau darum. Und wir müssen uns als parlamentarische Initiativen bei allen müssen wir uns fragen und die auf den Prüfstand stellen und klären, ob diese tatsächlich zur Gleichberechtigung beitragen. Gleichberechtigung im Beruf gehört dazu, ebenso wie wirksamer Schutz vor Gewalt oder Sexismus. Und da, meine Damen und Herren, ist für mich Auftrag, genau das zu prüfen, und es ist Messlatte zugleich. Wir müssen uns als Politik daran messen lassen, ob wir die Nachteile für Frauen wirklich wegbekommen durch die Politik, die wir machen. Und deshalb setze ich mich seit Jahren und meine Fraktion auch gemeinsam mit den Linken und anderen dafür ein, dass Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen endlich auskömmlich finanziert werden. Dafür, dass alle Frauen Schutz bekommen, wenn sie ihn brauchen. Denn Frauen sind oft gerade im eigenen Zuhause von Gewalt betroffen, weil die meisten Übergriffe immer noch in der Partnerschaft, in der Verwandtschaft und im Nahfeld passieren. Und da sind die Frauenhäuser oft der einzige Schutzraum. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt nach wie vor nicht genug Plätze in Frauenhäusern. Und darum muss eine ausreichende Finanzierung auch unter Beteiligung des Bundes kommen. Ich hoffe, die nächste Bundesregierung wird auch hier den nächsten Schritt machen. Weil keine Frau in Not darf mehr abgewiesen werden. Und wir Grüne sagen, Bedrohungen, sexuelle Übergriffe und Gewalt gegen Frauen sind widerliche Taten. Sie müssen konsequent verfolgt und bestraft werden. Und lassen Sie mich eines klar und deutlich sagen, wir akzeptieren nirgendwo, wenn ein Klima der Bedrohung für Frauen entsteht. Der öffentliche Raum gehört uns allen. Sich frei und selbstbestimmt ohne Angst überall aufhalten zu können, das muss unsere Prämisse bleiben. Klar ist aber auch, dass geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen nicht neu ist. Es ist leider die Realität, in der Frauen in Deutschland schon immer leben, und die Vergewaltigung in der Ehe, ich erinnere nur daran, ist gerade erst 20 Jahre nicht mehr strafbar. Meine Damen und Herren von der AfD, da Sie den Schutz von Frauen vor sexualisierter Gewalt auf die Tagesordnung gesetzt haben, habe ich nachgesehen,
was Sie, wenn Sie überhaupt was zu Gewaltschutz sagen, da fordern. Und da bin ich auf eine Aussage der Berliner Kollegin Schmidt aus der AfD-Fraktion gestoßen. Die hat gesagt, Frauenhäuser zerstören Familien, weil sie die Familien trennen. Diese Aussage lässt mich stark am Bewusstsein für geschlechtsspezifische Gewalt in ihren Reihen zweifeln. Denn sie bedeutet, ob Gewalt das Leben einer betroffenen Mutter zerstört, ist egal, Familie geht vor. Wie krass ist das denn bitte? Ich sage ganz klar zum Abschluss, ich vermisse Ihre konstruktiven Vorschläge für Gewaltschutz. Ich überhaupt vermisse Vorschläge zur Stärkung von Frauen- und Gleichstellungspolitik. Was Sie hier machen, Sie instrumentalisieren genau dieses Thema und diffamieren andere Gruppen und machen Ihre rassistischen Bemerkungen dazu. Wir lassen das nicht zu. Selbstbestimmung von Frauen, darum geht es. Dafür werden wir uns hier weiter einsetzen. Da können Sie mal drüber nachdenken, was Sie dazu beisteuern wollen. Die Kollegin Anita Schäfer aus der CDU-CSU-Fraktion.